darüber, dass sich auch die Jugend hier bei den Schwarzwäldern einbringt. Und im Pferdezuchtverband gibt es eine große Jungzüchtergruppe, auch eine Jungzüchtergruppe, die sich nur mit Kaltblutpferden hier im Schwarzwald, im Zuchtverein Mittlerer und Hochschwarzwald hier beschäftigt. Und sie werden uns im nächsten Schaubild eine Jungzüchter-Show hier präsentieren. Jungzüchter aus Baden-Württemberg, viel Spaß! Sie zeigen hier uns eine gemischte Quadrille an Katrin Zehnle mit Flamino, Jasmin Zehnle im Einspänner, auch unter dem Sattel mit Felina, Jonas und Willi Kuri, mit der Esmeralda im Einspänner, Katharina Schwenk und Fritz Bruder im Einspänner mit der Inka, Britta Harter reitet die Maya, Roland Dold auf Rossfest, dann haben wir im Einspänner die Jedina Violet mit Thomas Tränkle an den Leinen, Beifahrer Daniel Tränkle, Nadine und Heinrich Neumeier haben die Fox Lady eingespannt, Miriam Schwenk im Sattel von Imme, Melanie Dufner reitet die Kala, Hermann und Hermann Singler, also Vater und Sohn, haben die Aisha eingespannt und Svenja und Florian Kuri die Leni. Viel Spaß mit der Jungzüchtershow Fluch der Karibik. Thank you.
deine ganzen Spuren. So viele Fische mal und findest du nirgendwo. Das Bier ist kalt, dafür die Musi heiß. Wer sich auch etwas in den Familienverhältnissen unserer Schwarzwälder Kalkutzüchter auskennt, wird natürlich hier jetzt schmunzeln. Zum Teil sitzen die Väter und die Großväter hinten als Beifahrer und die Kinder und Enkel haben schon die Leinen in der Hand. Und das stimmt uns natürlich froh, dass auch der Generationswechsel in der Schwarzwälder Kalkutzucht vollzogen werden kann. Und wir blicken natürlich hoffnungsvoll in die Zukunft. Ja, wenn es so eine Art ist, dann ist es ja nicht so weit.
Aus Baden-Württemberg, Jungzüchter aus dem Schwarzwald. Den Rhythmus auf und sagen ein herzliches Dankeschön unseren Akteuren hier, Jungzüchter aus Baden-Württemberg. Jungzüchter und Junggebliebene. Schwarzwälder, Halbgutpferde halten, immer jung. Dankeschön an Katrin Zehnle, mit Flamino, Jasmin Zehnle, auf Selina, Jonas und Papa Willi Kuri, mit Esmeralda im Einspänner, Katharina Schwenk und Opa Fritz Buderer, mit der Inka im Einspänner, Britta Harter hat uns die Meier hier im Sattel gezeigt, Roland Dold mit Rossfest, Thomas und Daniel Trinkle im Einspänner, mit Jedina Violet, Nadine und Papa Heinrich Neumeier mit der Foxlady, Miriam Schwenk mit Imme, Melanie Duffner mit Kala, Hermann Vater und Hermann Sohn, Singler mit der Aisha und Svenja und Florian Kuri mit Leni. Dankeschön! Ganz herzlich heißen wir in unserer Mitte Frau Dr. Caroline Eiberger vom Haupt- und Landgestüt Marbach. Hier herzlich willkommen, mit Familie hier angereist zum Rossfest. Sie ist stellvertretende Leiterin des Haupt- und Landgestütes Marbach und hat nach dem Ausscheiden von Dr. Thomas Rauer auch die Hengsthaltung für die Schwarzwälder als ihre Dienstaufgabe übernommen. Herzlich willkommen, Frau Dr. Eiberger. Thank you.